Moin moin, heute verrate ich euch mal ein Geheimnis. Das hier hinten sind Rinder. Das ist jetzt kein Geheimnis. Aber was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist, dass diese Rinder, die jetzt hier gerade ein bisschen Heu fressen, am Ende des Sommers kriegen die Strukturfutter dazu gefüttert, weil das Gras weniger Struktur hat und wir auch durch die Dürre deutlich weniger Grasbestand haben. Diese Rinder haben eine 60 Millionen Jahre alte Evolutionsgeschichte. 60 Millionen Jahre Koevolution zwischen Grasland und Rind. In diesen 60 Millionen Jahren hat das Rind schon immer in seinem Pansen das, was auf diesem Grasland wächst, gefressen, in seinem Pansen verdaut, zu verwertbarer Nahrung für das Rind gemacht und auf der anderen Seite Methan ausgeschieden. Dieses Methan ist in die Atmosphäre gelangt, hat sich dort zu CO2 zersetzt und wurde von den Pflanzen wieder aufgenommen. Ein Kreislauf. Das findet ihr auch auf den Seiten des Umweltbundesamtes. Das habe ich, glaube ich, schon mal alles erzählt. 97% der Treibhausgasemissionen auf dieser Welt sind natürlichen Ursprungs. Diese 97% befinden sich in biogenen Kreisläufen. Also Kreisläufe, die sich immer wieder neutralisieren und damit klimaneutral sind. Diese 60 Millionen Jahre Koevolution Rind und Grasland haben Warmphasen, Kaltphasen des Klimas mitgemacht. Sie waren nie ein Problem für das Klima. Und jetzt sollen sie eins sein? Totaler Schwachsinn. Dieses Rind, also allgemein die Weidetiere, sind wahnsinnig wichtig, weil das Grasland sind 40% der Landmasse auf dieser Erde. Das ist das größte Biom, was es auf dieser Erde gibt. Und es ist das artenreichste Biom auf dieser Erde. Das heißt, es hat die meiste Biodiversität. Das ist doch das, was wir wollen. Und zusätzlich kann dieses Grasland durch die Beweidung das 1,5-fache an Kohlenstoff im Boden einlagern von dem, was Wald zum Beispiel im Boden einlagern kann. Das hat ein 1,5-faches Potenzial davon. Und ich kann mich daran erinnern, ich war 2020 auf der Bühne von Wir haben es satt Bündnis und da hat Fridays for Future auf der Bühne skandiert, CO2-Abbau durch Humusaufbau. Und das ist genau das, was diese Rinder hier machen. Und wenn ich mir dann angucke, dass irgendwelche Idioten, tut mir leid, wenn ich das mal so deutlich sage, irgendwelche Idioten von Animal Rebellion sich im Ammerland von der Meierei anketten und meinen, dass sie gegen Rinderhaltung protestieren müssen, wegen Artenverlust und wegen Klimaschädlichkeit, dann ist das der größte Schwachsinn, den es gibt. Im Vergleich mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich es eben schon angesprochen habe, das menschliche Gehirn hat eine Entwicklungszeit gehabt bis jetzt von ungefähr 200.000 Jahren. Und ich glaube, dass die Jungs von Animal Rebellion diese Entwicklung nicht mehr komplett mitgemacht haben. Sonst wüssten sie, wie wichtig das Rind für den größten Lebensraum dieser Erde ist und für die Artenvielfalt in diesem größten Lebensraum der Erde und natürlich für die Klimabedeutung dieses größten Lebensraums der Erde. Wann kommt ihr endlich zur Vernunft? Wann hört ihr auf, gegen die Tiere zu wettern? Natürlich ist der menschliche Eingriff in diese natürlichen Kreisläufe nicht klimaneutral, das weiß ich auch. Aber wir produzieren ja nicht irgendwelche Autos oder irgendwelche Radios oder Fernseher, sondern wir produzieren das Essentiellste, was es für uns Menschen gibt, nämlich Nahrung. Und zwar wertvolle Nahrung. Und da sei mir noch ein Satz erlaubt. Tierische Proteine enthalten keine Inhibitoren, keine Fraßgifte, so wie es Pflanzen tun. Viele pflanzliche Proteine sind für den Menschen eigentlich gar nicht verwertbar, die sind sogar schädlich. Zöliakie, Morbus Crohn, Glutenunverträglichkeit, nur um mal ein paar moderne Zivilisationskrankheiten zu nennen, entstehen durch zu starke pflanzliche Ernährung oder durch falsche pflanzliche Ernährung. Das hast du bei Rindern bzw. bei tierischen Ernährungen aus gesunder tierischer Produktion nicht. Und wir brauchen natürlich diese tierischen Düngerstreuer hier, die Rinder, auch um Nährstoffe für den Boden zu kriegen, für die Bodenfruchtbarkeit. Das sind doch alles Dinge, die so wahnsinnig wichtig sind. Wir wollen weg vom Kunstdünger, wir wollen hin zu mehr Natur. Deswegen lasst uns doch endlich mal den größten Lebensraum dieser Erde erhalten, nämlich das beweidete Grasland, das so wichtig ist für den Klimaschutz und den Artenschutz. In diesem Sinne, verabschiedet euch von den Ideen dieser Spinner da im Ammerland. Die haben keine Ahnung, wovon die reden. Das ist der größte Müll, den ich je gehört habe, was die verbreiten. Das, was wir hier machen, das ist Klimaschutz, Artenschutz, Biodiversitätsschutz und regionale Ernährungssicherung. In diesem Sinne, einen schönen Abend.